Hallo Freunde, wenn ich über solche Lieder wie Elemente und viele andere rede, auch in solchen Posts oder in den Liedern selbst darüber erzähle, dass ich viel Zeit oder so viel Zeit wie möglich in Situationen verbringe, in denen ich zur Ruhe kommen kann, also am Wasser, am Feuer, im Gewitter meinetwegen oder im Regen, dann will ich heute hier mal einen Gedanken hinzufügen, der ja mir seit einiger Zeit klar geworden ist und der mich ganz schön betroffen macht. Also diese Affinität zu diesen Elementen, die mir kontemplativ Gelegenheit gibt, über mich selbst nachzudenken und über die Welt, das ist doch ein wahrhaftiger Luxus, muss man sagen. Oder nennen wir es glückliches Schicksal, in diesem Teil der Welt und in dieser Zeit geboren worden zu sein. Denn wenn ich aufs Wasser starre, wenn ich ins Feuer starre oder so, dann muss man sich klar machen, dass es Millionen Menschen gibt, für die Wasser was ganz anderes ist als Erbauung. Es ist lebensnotwendig und mitunter sehr, sehr schwer erreichbar. Und beim Feuer ist es ähnlich. Viele Leute machen Feuer, um nicht zu erfrieren. Das macht mir klar, in welchem Luxus wir tatsächlich leben. Und das sollte uns nicht davon abhalten, über die andere Seite nachzudenken. Macht's gut.